Das ist mein Favorit aus der Kategorie Müller-Thurgau. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, wieso kommt der Giordano jetzt hier mit einer Flasche Müller-Thurgau von dieser ollen Rebe da um die Ecke? Müller-Thurgau ist tatsächlich meistens nicht sonderlich genießbar, macht eigentlich keinen Spaß. Müller-Thurgau läuft ja auch unter dem Rebsortennamen Rivana und das macht ihn vielleicht ein bisschen moderner. Einige Winzer meinen, wenn sie es Rivana nennen, lenken sie ab von dem schlechten Image von Müller-Thurgau. Aber es gibt wirklich ganz, ganz wenige Winzer, die wirklich sensationellen Müller-Thurgau machen. Und in Deutschland, der beste, den ich hier kenne, ist hier das Weingut Klaus mit SZ hinten. Das sind zwei Brüder, die dahinter sind, zwei Schwaben, Württemberger. Der eine sitzt noch in der Nähe von Essling und der andere ist mal ausgezogen ins Badische, ungewöhnlich für einen Württemberger. Aber er ist dort ausgezogen, fühlt sich dort sehr wohl. Also in der Nähe vom Bodensee ist er angesiedelt. Und sein Wein wächst auf so einer kleinen Enklave, also eigentlich ein Stück Land, was in die Schweiz schon reinragt mit so einer Schlute quasi. Und dort wächst dieser wunderbare Müller-Thurgau. Und jetzt kommt noch etwas ganz Erstaunliches. Ich habe damals sehr, sehr viel gekauft vom 2009er, in Deutschland ja ein sehr großes Jahr. Und dieser Wein kann super reifen. Also es ist unglaublich, wie sich dieser Wein entwickelt. Ich gebe dem Wein auch weitere 4, 5, 6 Jahre. Großartig. Das ist der 2009er noch und ich werde aber auch die aktuellen Weine, das sind jetzt 2015, werde ich dann nachkaufen. Aber wer davon noch was bekommt, es gibt aber nicht mehr viel. 2009er ist es eine Sensation. Man muss ein bisschen aufgeschlossen sein, sagen Müller-Thurgau, ich probiere es. 2009, klingt alles übel, alter Müller-Thurgau, no, ist richtig gut. 92 Weingranatenpunkte hier, 10 bis 12 Grad als Serviertemperatur in diesem Weißweinglas, dann seid ihr ganz weit vorne. Viel Spaß.